meint Bo diese Punkte? Wahrscheinlich, das ist jetzt auch aber das Punkte. Ist direkt Bo. Ja, hier siehst du da an dem Board diese grauen Punkte. Die meint er wahrscheinlich. Waren die letztens auch schon da? Ja, ich hab's eher aber als Dreck empfunden, als als Punkte. Ja. Wir haben 12.25 Uhr. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Oho. Du hast jetzt ein normales Haus ausgesucht? Ja. Wie mache ich denn, dass die Seite weitergeht? Weiß ich auch nicht. Spät, glaube ich, noch nicht. Hier unten ist die Haustür und das hier mit diesem Stromkasten gekennzeichnet ist die Garage. Ah, ich weiß schon, welches Haus. Das andere ist der Keller. Mhm. Das übliche. Eigentlich ziemlich umständlich gemacht, das Haus. Ne? In so ein Haus würde ich nicht wohnen wollen, wegen den langen, dünnen Gängen. Sehr schön, Poster. Also, der Name des Geistes ist Christopher Anderson. Er scheint auch auf Gruppen zu antworten. Wir sollen ein Foto machen, Räucherstäbchen benutzen und unter 10 Grad Celsius herausfinden. Also einen Raum. Christopher Anderson. Sehr schön. Ups, jetzt habe ich den Mikro gebaut. Tut mir sehr leid. Wer hat den Schlüssel hier schon gefunden? Wie wir wissen, die Geisterbox nehmen. Kann ich eigentlich machen. Ich das direkt mal aus. Dann nimmst du den Thermometer. Weil das so eine Aufgabe ist. Ich hasse Thermometer. Ich habe die ja trotzdem immer wieder gekriegt. Warum hast du was muss ich dann so sagen? Sowas wie Geist, kannst du uns hören oder so? Oder wie? Ja, kannst. Nein, gib uns ein Zeichen. Bist du da? Wo bist du? Wie alt bist du? Auf solche Fragen antwortet der immer. Bist du da? Aber nicht direkt. Kann das sein? Also, ich will jetzt kein Klugscheißer sein, aber gib uns ein Zeichen, ist keine Frage. Ist so. Könntest du uns ein Zeichen geben? Könntest du Vanessa ein Zeichen geben? Vanessa ist die langhaarige, braune. Hier, die neben mir. Gib uns ein Zeichen. Schmeiß den Teddy. Wäre cool gewesen, hätte er es gemacht. Schmeiß einen von den beiden mit einem Volleyball ab. Boah. Ins Gesicht, ne? Ja, am besten, ne? Wo bist du? Bist du hier? Wird dir angezeigt, dass er nichts erkennt? Nein. Bei einigen Fragen hat er jetzt verstanden. Hast du eigentlich die Sprache bei dir auf Deutsch mit der Spracherkennung gestellt? Ja. Ich muss dir auch sagen, gib uns ein Zeichen. Ja, das ist dann ja, auch so. Naja, die Sache ist, es gibt einmal die Sprache und einmal die Spracherkennung. Ja, das hat sie auf Deutsch gestellt. Ich war dabei, als es gemacht wurde. Also, gib uns ein Zeichen. Kannst du das Auto zum Tuten bringen? Bring das Auto zum Hupen. Oh, scheiße. 11 Grad. Ich hole ein Auto. Bist du hier? Vivian befehligt. Ah, hier ist 2. Vivian befehligt den Geist. Ja. Dann mache ich hier direkt eine Kamera hin. Hier unten. Warum hast du kein Stativ mitgenommen? Darum, weil ich jedes Mal. Lächel für die Kamera! Wir haben ja mehrere Kameras. Also, ist die jetzt an? Ja, die ist an. Lächel für Vanessas ich Kamera. Eine Kamera direkt. Ich wollte gerade sagen, kannst du das Auto wieder ausmachen. Hier, jetzt ist er ich hier. Ich glaube, er ist noch hier eine Kamera holen. Ja, ach. Ich gehe mal noch eine Kamera holen. Ja, der Der geht hier hin und her. Die echt? Manchmal 8 Grad, jetzt wieder 15. 8 Grad. Ich hole nochmal eine Kamera und das Stativ. Na doch, er ist in der Garage. Ja. Ich lege euch den EMF wieder kurz hier hin, weil ich dann direkt Stativ hole und dafür brauche ich Platz, ja? Ja. 15 Grad. Der wechselt seine Position wieder. Der bist du wieder. In der Garage? Ich glaube, der erkennt dich echt nicht. Ja. Willst du sonst machen? Ja.
Ich hab grad einen Schritt gehört. Super. Bist du da? Ich mach direkt hier Dingens auf, ne? Wo bist du? Bist du in der Nähe? Meine Kamera. Kannst du mich hören? Okay, das war, glaube ich, jetzt Gewitter. Ja, das war auch Gewitter. Kurzer Tank. Oh, ein Schlüssel. Echt? Ja, wäre aufgesammelt. Wir müssen aber gleich in der Garage das Licht ausmachen. Ich mach mal eben aus. Ja, ich bin jetzt nicht mehr im Wagen. Ich bin jetzt mit auf dem Weg zu euch. Ich leuchte mit der Taschenlampe die Kamera. Was leuchtest du an? Mit der Taschenlampe in die Kamera. Oh. Der war direkt hinter dir, Bo! Ja, ich weiß. Ich hab ihn aber nicht erwischt. Ich wollte fotografieren. Ich auch nicht. Das muss auf die Kamera sein, das muss auf Videokamera sein. Wenn die an ist, dann muss das da drauf sein. Der war nämlich direkt... Oh mein Gott, war das heißt, ich dachte, du würdest jetzt von der Spinne angesprungen werden. Die Kamera ist eine Live-Übertragung und nimmt nichts auf. Das heißt, das ist egal. Aber das ist auch ein Beweis, oder nicht? Nein, weil das nimmt es nicht auf. Ey, Mann, der ist schon wieder so schnell weg gewesen, bis ich ein Foto machen konnte, weil ich erst dachte, das ist dein Schatten. Hallo, der hat mir ins Ohr gehaucht, was ist? Ja, mir auch, ich hab das Atmen auch gehört, deswegen ist mir das Herz wieder in die Hose gerutscht. Muss ich wieder hochziehen, warte. Atmen? Ich rede nicht von Atmen, sondern der hat mir was ins Ohr gehaucht. Der stand neben mir, leckt einmal dran und hocht mir ins Ohr. Frag ihn nochmal was, vielleicht kriege ich ihn jetzt auf Foto. Am besten nicht hinterm Auto, weil dann kriege ich auch ein Foto hin. Da. Oh, er ist weit weg, er ist gerade nicht hier im Raum. Er sagt über Heinz. Nein, er sagt über Heinz. Da steht da drauf, was er sagt. Achso, das kam wie über Heinz. Wo bist du? Nein, wenn er sagt mir, steht auch auf diesem Teil, wo die Zahlen sind, mir drauf. Ja, ich weiß. Ja, und da stand er weg. So, ich guck jetzt nochmal nach der Kamera, wenn ich das ausmache. Soll ich auch holen? Wo bist du? Jetzt ist er hier. Hat er hier gesagt? Ja, der ist genau hier. Genau hier. Warte mal, ich komme. Ich gucke eben auf Kamera, ob die überhaupt richtig gestellt sind, weil ich bin mir bei der einen im Regal nicht so sicher. Bist du freundlich? Oh, ich habe einen Herzschlag gehört. Das ich auch. Der war wieder hier. Willst du mein Freund sein? Nein. Next. Wo bist du? Ich hole auch direkt das Buch, denke ich. Oh, er ist wieder weggegangen. Gott sei Dank. Das Geisterbuch schon? Und du gehst erst mal in den Schrank, ja schon. Ach, ja. Geisterbox. Und Buch, hol auch Buch. Oh. Ey. Ja, Geisterbox hat die Gefriertemperaturen? Nein. Nein. Der hat die Sicherung auch offenbar. Böser Max. Wir können mit dem Auto wegfahren, yay. Ja, ich hab die Autoschlüssel. Aber ich glaube, als wir den Herzschlag gehört haben, war er vor uns, Bro. Also die Taschenlampe. Könnt ihr die Taschenlampe mal ausmachen, weil die ist so hell, da sieht man gar nichts. Okay. Ich glaube, ich habe nämlich gerade einen Bubbel gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die Taschenlampe so hell war. Willst du mich verarschen? Entschuldigung, der hat gerade eine Dose neben mir geschmissen. Echt? Auf den Höhe seine Schritte. Nee, anscheinend keine Geister. Wohin gehst du? Oder? Der ist vor dir! Hast du ein Foto gemacht? Ja! Und wer will das? Der war im Schrank mit mir! Boah, lass rausgehen! Der war eben eine 9! Der war mit mir im Schrank! Ich geh jetzt mit rein! Ich geh mit rein, ja? Der ist durch mich durchgelaufen! Nein, der war vor dem Schrank, Vivian. Ich hab das in der Kamera gesehen, der war vor dem Schrank. Der ist durch mich durchgelaufen, nach meiner Sicht. Er ist ein erwachsener Mann. Ja, richtig ekliger erwachsener Mann. Welches Geschlecht bist du? Das ist derselbe Typ, der auch im Ding war. Oh. In der Schule. Nee, ich hab Herzschlag gehört. Ich auch. Achso. Och. Der ist sehr aktiv. Oh, ich hatte falsche Taste gedrückt. Na, das war Herzschlag, weil er hier stand. Herzschlag. Herzschlag. Da war er wieder. Was hab ich noch? Fingerabdrücke. Was hat er vielleicht? Hast du das Buch mitgenommen? Ja, das liegt da. Wo? Schreib mir das Buch. Wo? Ich sehe das Buch nicht. Ich auch nicht. Das Buch ist auf dem Schrank. Da. Da. Ach so. Also, kannst du in das Buch schreiben?
Was, Nessie? Oh, das ist eklig. Schreit in das Rund. Nee. Gib uns ein Zeichen. Ich sehe aber keine Fingerabdrücke. Bist du da? Gott sei Dank. Oh, okay. Er ist schon wieder weg. Bin ich der Einzige, der mal glücklich darüber ist? Doch, Fingerabdruck, Fingerabdruck. Wo? Warte, ich mach Foto. Wo? Mann, da. Kannst du in das Buch schreiben? Der hat gerade wieder gemacht und der war hinter uns. Warte, ja, hast du das Foto gemacht? Ich sehe den Fingerabdruck nicht. Der war wieder hinter uns. Sag deine Taschenlampe aus. Warte. Okay, ich nehm kurz das. Ich sehe die immer noch nicht. Ich. Auf der Kamera sieht man die auch nicht. Mach Foto. Von der Tür. So, jetzt hast du das Buch umgestellt. Schreib in das Buch, bitte. Ja. Weil irgendwie, der ist gerne da an der Stelle hinterm Auto. Kommissar, wo bist du? Als ihr gerade gehauen, ist das euer Ernst? Fingerabdrücke hast du, Geist, Interaktion, sehr schön. Kannst du in das Buch schreiben? Hab ich jetzt noch was anderes dabei? Vanessa, wo bist du? Ach, da. Soll ich bin hinter dir. Soll ich Räucherstäbchen holen? Oder ja, mach ich. Wir wissen ja, dass er hier ist. Okay. Nein, weil wir die Geisterart noch nicht wissen, meine ich. So. Kannst du in das Buch schreiben? Gut. Na, das läuft bist doch. Du da? Warum macht er so eklige Geräusche andauernd? Die hab ich auch gerade gehört. Jetzt ist er sehr weit weg. Ich traue mich nicht mehr in den Schrank zu gehen. Der war kurz auf Ebene 10 gewesen, Leute. Krass. Bist du da? Gott sei Dank. Nein. EMF wieder macht auch nichts, oder? Weil so weiter er weg ist, desto länger muss ich ihn kurz ausräuchern. Salz. Bist du da? Salz bräuchten wir eigentlich auch, glaube ich, oder? Gott sei Dank. Ja, mach auch mal Salz. Ja, ich habe jetzt erstmal. Ja, ich um das Auto herum würde ich Salz machen, weil der läuft da rum. Räucherstäbchen. Ja. Ja. Vorm Schrank, vor der Tür und neben dem Auto. Oder? Ja, da wo das Buch liegt. Ach, er ist hinter bist mir. Du da? Oh mein Gott. Der Sacke bei Heinz, der ist hinter mir. Kannst du in das Buch schreiben? Bitte? Kannst du in das Buch schreiben? Er handelt. Oh shit. Und ich bin tot. Echt jetzt? Nein, ich bin tot! Oder? Ich bin tot! Du? Im Schrank. Ich hab doch so da ist er! Ich glaub, das Ausräuchern hat ihn aggressiv gemacht. Bo, lauf! Lauf, der war gerade vor der Tür. Aggressiv gemacht. Bo, komm! Wo bist du, Bo? Ja, aber Vanessa, da du jetzt schon wieder spielst. Ja, das Ding ist ich hab ihn gesehen, aber ich bin nicht ins Auto gekommen. Bo, lass abhauen, der war gerade vor der Tür. Wo bist du? Ach, der ist wieder da. Sag ihm, er soll weggehen. Warum steppe ich eigentlich bei euch andauernd? Weil du meinst das halt im Auto. Guck mal, guck dir die Fotos an, Johnny. Ich hab da direkt eins gemacht, der stand da vor der Tür. Hallo, ich hab auch dauernd. Ich hab die eigentlich andere die Taste gespammt für Fotografieren. Echt? Moment. Ja, als er geahntet hat, ich hab random irgendwo hin fotografiert. Ja, Interaktion. Geist, ja, danke, mein Geist, bitte schwarz. Warte, wir haben. Geist, Interaktion. Geisterbox. Fingerabdrücke. Ja, Fingerabdrücke, du. Und? Nichts weiteres. Scheiße. Welche Geister sind das denn bis jetzt? Ich meine, ich habe Bubbles gesehen, ich bin mir aber nicht sicher. Du meinst, der hat was zu dir geschmissen? Ich muss noch mal reingehen und Beweise sammeln. Aber warte, Bo. Nein, ich habe gesagt, ich meine, ich habe Bubbles gesehen. Nein, Bo meinte, der hätte eine Dose nach ihm geschmissen. Mhm. Oder sowas, ich weiß es nicht. Ich hatte mein Licht nämlich aus, weil er mich da oben gebeten hat. Aber der ist echt aggressiv. Wie oft er sich gezeigt hat, ist echt krass, ne? Ich habe auch ganz halt mit ihm geredet und gefragt, wo er ist. Der war sehr gesprächig. Ja, kannst ziemlich du mal die gesprächig. Kamera wechseln, bitte? Nochmal? Da, genau. Ich meinte, an den Kisten habe ich mal ein Leuchten gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich wusste halt nie, ob ihr das wart wegen euren blöden Taschenlampen. Ja, nächstes Mal kannst du alleine gehen. Ich guck mal, ob er ins Buch geschrieben hat. Sonst müsst ihr mal das Salz würde ich mitnehmen. Jo. Salz, Kruzifix mitnehmen, damit er euch nicht nochmal angreift. Ich guck nochmal nach dem Geisterbuch, vielleicht sehe ich ja, ob der reingeschrieben hat oder nicht. Hey Bo, sollen wir noch eine Kamera mitnehmen? Es gibt doch umso mehr Geld, umso mehr Fotos wir von ihm haben, oder nicht? Nein. Nein. Nein? Oh, ich laufe wie die Spinne oder so, ist ja eklig. Also, warte, was haben wir jetzt? Was macht der Lassie? Ich bin gerade durch Spinnitz oder sowas gelaufen. Also, hier ist auf jeden Fall sehr dreckig. Ich wäre für Poltergeist, weil du gesagt hast, der hätte was hingeschmissen. Naja, also, Spirit,
Für ein Spirit bräuchten wir das Geisterbuch. Für das Gespenst bräuchten wir Gefriertemperaturen und der Poltergeist wäre Geisterorb. Aber wir haben keine Gefriertemperaturen, das können wir schon mal abhaken, weil wir waren die ganze Zeit direkt bei ihnen und da war nichts. Also entweder Geister. Könnt ihr meine Leiche vielleicht noch fotografieren für die Versicherung? Ja, wo ist denn deine Leiche? In der Garage. Wo ich gestorben bin. Da war schon wieder nichts. Da war schon wieder keine Leiche, Nessie. Ich bin hinterm Auto gestorben. Ihr wart nicht hinterm Auto. Ihr seid ja sofort rausgegangen. Da war eine Leiche. Wo habt ihr das Buch hingetan? Das hat Bau weggetan, das Buch. Das liegt da. Ich befürchte, ihre Leiche liegt auf dem Buch. Ja, auf dem Boden. Oh. Ich hab's dahin gestellt, wo der Geist am meisten aufgetaucht ist. Der nimmt sich sogar als Geister. Hörst du jetzt mal auf damit? Kackding. Kackgeist. Der läuft hier die ganze Zeit rum, erschreckt mich mega. Hey, hier ist kein Buch. Echt jetzt? Ja, unter ihrer Leiche, schätze ich. Ich sehe hier nirgendwo. Das ist unter deiner Leiche wahrscheinlich. Hast du Kamera, damit du Vanessas Dinges fotografieren kannst? Soll ich Kruzifix mitnehmen? Ich hab Salz und frei. Warte, ich nehm Kruzifix mit, damit können wir uns schützen. Was ist? Immer Salz auch mit. Was bringt es, eine Leiche zu fotografieren? Das bringt rein gar nichts. Vanessa meint, damit hat sie Versicherung. Ja. Die Versicherung kriegt sie doch so oder so. Soll nicht. Also der ist. Sie braucht eh noch einen Beweis. Also der ist noch in der Garage, Nessie. Ja, der ist noch in der Garage. Wohin gehst du? So, und ihr müsst jetzt gucken, ob er ins Buch geschrieben hat, weil ich sehe hier nirgends das Buch. Ich bin gerade komplett rumgelaufen, hab's aber nirgendwo gefunden. Wahrscheinlich wegen deiner Leiche. Alle fünf Schuss Fotografien verwendet. Nein. Hinten war noch eins mit fünf freien Bildern. Wir hatten ja beide eins. Oh, ja, der ist hier vorne, oder nicht? War der hier vorne? Er hat ins Buch geschrieben, da steht Can't Run. Okay. Okay, danke. Genug Beweise, wir können gehen. Nein, ihr müsst doch meine Leiche fotografieren! Du kriegst trotzdem Versicherung. Wenn nicht, ich verklopp euch. Und warte, lass mich wenigstens ins Auto steigen und das eintragen, ja? Warte. Ja. Da ist der Buch. Ihr Schisser, ihr könnt ja wenigstens meine Leiche fotografieren. Ich kann nicht 100% versprechen, das Ding. Hallo? Das mit dem Fingerabdruck und Buch habt ihr jetzt dank mir und ihr wollt doch nicht mal meine Leiche fotografieren? Oh, ihr seid mir ja sehr dankbare Freunde. Ich bin wieder reingegangen, ich war hier. Ich hab die nicht gesehen. Läuft mir wieder den richtigen Weg. Soll ich denn jetzt ein Foto machen? Ich habe keinen Platz für Fotokamera. Ich hab Fotokamera in der Hand. Ja, komm, wir gehen zusammen rein, okay? Kruzifix, also musst du voraus. Oh, scheiße. Ja, du gehst voraus, aber du hast ein Kruzifix. Der Geist ist gerade nicht da, also. Also, ist er hier irgendwo dann? Mit dem Kruzifix kann er mir nichts tun. Weniger. Du musst ja auf den Boden schmeißen dann. Du kannst damit, je nachdem, was für ein Geist. In der Garage auf den Boden schmeißen, also, vor meiner Leiche. Wenn er handelt, dann einfach den Feuer auf den Boden. Wo ist Vanessa's Leiche? Hier ist meine Leiche. Genau, so. Oh, der ist wieder gelaufen. Der hat euch gehört. Ja, die Post. Siehst du, was du daran jetzt so schwer? Aber nein. Gar nichts, aber sie hat den Kruzifix. Sie rennt schon wieder. Komm! Wie kannst du den auch vorlassen, Vivian? Ich war so lieb, weil ich einen Kruzifix hatte. Warte. Habt ihr alles eingetragen jetzt? Geisterbuch, ja, Fingerabdrücke. Ja, es ist ein Spirit. Gut, dann müsst ihr jetzt wieder ausmachen und dann haben wir schon den nächsten Fall. Warum sterbe ich andauernd? Ganz im Ernst. Aber ich weiß, wie man ändert, Nessie. Eigentlich hätte ich um das Auto rennen können, weißt du, weil ich bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen, dann ist er mir entgegengekommen. Ich wollte rückwärts laufen, dann bin ich am Auto hängen geblieben und dadurch hat er mich gekriegt, weil sonst hätte ich einfach ums Auto laufen können, bis er aufgehört hat zu handeln. Aber ich bin leider am scheiß Auto hängen geblieben. Dass du stirbst, ja, habe ich mitgekriegt. So, nein, ich sterbe. Ich so, bruh, ich habe die Sachen fallen gelassen, ich bin tot. Oh, so bin ich geil. Oh, der Geist war wirklich ein Spirit. Mann, jetzt steige ich doch nicht mal im Level. Der Grund, warum ich dachte, dass ich sterbe, ist, weil ich in der Ecke gerannt bin und dann mich selber festgesetzt habe in eine Sackgasse und der vor mir war. Ich bin so froh, dass ich nicht verreckt bin, obwohl er direkt vor mir war. Obwohl der mit dir im Schrank war. Ja, ich dachte mir so, wolltest du kuscheln oder was? Du bist nicht ganz mein Typ. Das war ein alter Opa. Ist so.
Hätte ich vielleicht sagen sollen, dass ich vergeben bin, dann hätte der vielleicht keine falsche Hoffnung, weißt du? Ein Bewegungssensor wäre voll cool. Ich bin auch vergeben also, und der hat mich voll gebumst. Leute, wir müssen einen Bewegungsmelder holen, einen Bewegungssensor. Lass ihn doch mal ausreden. Entschuldigung. Also, ich wäre, ich bin nicht mehr vergeben, meine Freundin wurde umgebracht. Hallo! Jetzt ist Single! Jetzt bin ich wieder vergeben.